Liebe Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen zu der zweiten Artwerk im ehemaligen Industriekomplex Goema. Mein Name ist Anastasia Widerstedt und es ist mir eine Freude und Ehre, am heutigen Abend Ihnen einige kunsthistorische Impulse und Gedanken zur Vernissage dieser sehr vielseitigen Ausstellung mitzugeben. Wo bist du, Mensch? Ist die Frage, die wie ein roter Faden die Werke der Kunstschaffenden verbindet. Dabei reicht das Spektrum der Themen von Subjektivität und Alltag der menschlichen Erfahrungen bis hin zu Archetypen des Menschseins an sich, aber auch die Beziehungen zwischen dem Menschen, Natur und Technik sowie daraus resultierende Ungleichgewichte der gegenwärtigen Gesellschaften werden thematisiert. Dabei muss der Mensch nicht zwangsläufig das Hauptmotiv der Arbeiten sein. So prägt eine Schichtung von Bildebenen, von denen schattenhafte Figuren nur ein Teil sind, die Container- und Nachtbilder von Klaus Fischer. Seine Containerbilder wurden als Gegenentwurf menschenleerer Räume konzipiert. Auch in den Nachtbildern sind keine Personen zu sehen. Und trotz dieser menschlichen Abwesenheit wird eine Präsenz durch das Licht suggeriert, das auf einen bewohnten Kulturraum verweist. Auch für die Fotografien von Andy Schweigel, die der Künstler als undokumentarisch bezeichnet, tritt das konkrete Was und Wo in den Hintergrund. Die Bilder sind grafisch aufgebaut. Der vom Künstler gewählte Ausschnitt verleiht der Fotografie den Charakter eines Gemäldes. Fernab vom Highway der Mainstream-Fotografie herrscht auf den Arbeiten strenge Symmetrie in Kombination mit geometrischen Mustern und Farben. Bei den Bildobjekten von Wolfgang Heiser können Sie sich ebenfalls auf den assoziativen Dialog mit den Werken einlassen. Ausgehend von großformatigen, doppelseitigen Tuschezeichnungen entstehen durch Zerschneiden und Verflechtungen auf dem Quadrat basierende räumliche Bildstrukturen. Sie machen abstrakte Bildinhalte durch die Textur sowie den veränderten Kontext neu erlebbar. Der Grafikdesigner und Digital Artist Cody beantwortet die Frage, wo bist du, Mensch, mit dem Titel seiner Arbeiten. Now, here. Cody bringt die digitale Technik an ihre Grenzen und hält in seinen Bildern den Moment fest, in dem sich die vorgegebene Ordnung auflöst und eine chaotische Harmonie in Farben und Formen entsteht. Die Interaktionen von Mensch und Technik beeinflussen ebenfalls die Skulpturen und grafische Malerei von ACH. In den Wirren der Medien und deren geistigen Auswirkungen finden sich bei ihren Arbeiten die Renaissance des Bauhauses als Gegenpart zum modernen Kitsch wieder. Die Künstlerin Nada Heller hat das Verhältnis Mensch-Maschine in ihrer wissenschaftlichen Arbeit als Informatikerin immer interessiert und so versucht sie neben ihrem Interesse für die Natur als Motiv ihrer Kunst die Denkirrfahrten des modernen Menschen darzustellen. Dabei betont die Künstlerin, dass sie selbst nur eine eingeschränkte Perspektive habe und sich in einer von vielen Denkblasen befinde, welche die modernen Medien schaffen und so die Kommunikation durch Unüberschaubarkeit der Welt erschweren. Nun, als nächstes komme ich zu dem Fotodesigner Thomas Hanisch aus Illingen. Seine Kunst heißt Sleeveface mit Fotoshooting. Zu Deutsch bedeutet das Schallplattenhüllengesicht mit spontanen Fotoaufnahmen. Auch sein Beitrag stellt Mensch und Technik in eine interessante und auch humorvolle Beziehung zueinander. Eine ordentliche Portion Humor erwartet sie auch bei den Arbeiten vom Illustrator und Kunstmaler Rainer Simon, der langjährige Karikaturist und Cartoonist, der unter anderem für die Stuttgarter Zeitung, ja, kennt hier im Schwabenland wirklich jeder, und das Schweizer Satiremagazin Nebelspalter gearbeitet hat, platziert den Menschen in alltägliche Situationen, die von einer oft ins Groteske übergehenden Bilderwelt bestimmt sind. Die realistischen Plastiken von Birgit Feil wiederum stellen die uns alltäglich umgebenden Menschen als Doppelgänger mit Déjà-vu-Garantie dar. Es sind keine klassischen Schönheiten, sondern Prototypen für das Menschliche an sich. Es sind unaufgeregt daherkommende und leise Vertreter der Gattung Mensch in einer lauten Welt. Der Maler und Zeichner Bernd Brüstle befasst sich mit menschlichen Urerfahrungen wie Geburt und Tod, Liebe und Hass, die in theatralischen Situationen dargestellt sind.
Seine Charaktere mögen zwar moderne Archetypen sein, dennoch befinden sie sich in real existierenden Landschaften, die Bernd Brüstli mit viel Liebe zum Detail und Wiedererkennungswert umsetzt. Das Reale und das Erdachte findet sich ebenso bei Beate Blankenhorn. Ihre Bilder zeigen Szenerien, in denen die Zeit aufgehoben erscheint. Gewöhnliche und bekannte Menschen, die sich im wirklichen Leben nie hätten begegnen können, werden in Gruppenbildern vereint. Martin Clemens thematisiert alte Mythologie im Stil unserer Zeit. Aber auch Themen wie Vergänglichkeit, Träume und Gefühle werden aufgegriffen und surrealistisch umgesetzt. Hierbei trifft Gesehenes auf Erfundenes. Der Surrealismus bewegt ebenfalls die Arbeiten von Marc Nuth. Ihre Ölgemälde werden durch auffällige Motive und leuchtende Farben definiert. Ihre Arbeiten laden den Betrachter dazu ein, sich in andere Welten zu begeben, in welchen die Realität hinterfragt und die Sterilität der rationalen Logik annulliert wird. Die Komplexität der menschlichen Natur bedeutet auch, sich mit den menschlichen Abgründen auseinanderzusetzen und sich ganz direkt ihnen zu stellen. Dies geschieht auf vielseitige Weise in den hier gezeigten Werken von Annette Haug, die jetzt wortwörtlich sogar hier in diesem Raum zu sehen sind, die Künstleridentitäten Pola Polanski und Amy Haney beansprucht. Ihre Erfahrungen mit Grafik, Malerei und Performancekunst, aber auch schriftstellerische Tätigkeiten ergeben ein Gesamtwerk, das durch seine Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit überzeugt. Das subjektive Erleben der Welt prägt die Arbeiten von Ilona Heldens und Monika Carey. Ilona Heldens schreibt seit 30 Jahren Gedichte. Den Prozess der Entstehung eines neuen Gedichts beschreibt sie als Streicheln der eigenen Seele. Im Jahr 2012 hat die Autodidaktin Monika Carey das Medium Farbe auf Papier und Leinwand für sich wiederentdeckt. Ihre Werke, in welchen sie ihr Innerstes verarbeitet, lassen sich zwischen spirituell angehauchtem Expressionismus und Abstraktion einordnen. Doch wie sieht die Kunst aus, wenn sie von Menschen erschaffen wird, die sich am Rande der Gesellschaft situiert sehen? Welche Bilder entstehen durch ihren subjektiven Zugang zu einer Welt, die sie nicht mehr offen empfängt, sie zu Außenseitern werden lässt? Das zeigt die Künstlergruppe Outsider, die von Tanja Lindner künstlerisch geleitet wird. Die aus Stuttgart stammende Gruppe setzt sich aus Personen zusammen, welche wohnungslos sind oder waren, verarmt sind und sich rein statistisch am Rand der Gesellschaft befinden. Die Outsider schaffen ihre Kunst aus einer inneren Notwendigkeit, aus seinem Ausdrucksbedürfnis heraus, ohne Absicht, erfolgreiche Künstler zu werden. Wichtig ist ihnen dabei das Bewahren der Authentizität ihrer selbst und ihrer Kunst. Sie sehen die Werke von Leo Grehan aus Argentinien, Sebo Kalici aus der Türkei und dem irakischen Künstler Ali Kaya. Künstler Peter Schmidt, auch bekannt als Soma Maya, bezieht sich ebenfalls auf Aspekte des menschlichen Zusammenlebens, die viele im Wohlstandsland Deutschland gern an den Rand drängen oder gar komplett verdrängt wissen wollen. So präsentiert sich laut Harald Desan Schmidts Festung Europa als ein düsteres Zwischending aus romantischer Litterburg und futuristischem Konzentrationslager. Während die Privilegierten hoch oben im gläsernen Turm dinieren, versuchen Boat People im unteren Bereich der Festung verzweifelt, festen Boden unter die Füße zu bekommen. Sieht man genauer hin, erkennt man, dass die kleinen Männlein und Weiblein, die da ihren Wohlstand an ihren Außengrenzen verteidigen, sich in Wirklichkeit ihr eigenes Gefängnis errichtet haben. Die Kritik am gesellschaftlichen Gefüge, dessen Ungleichverteilung von Ressourcen und Chancen oft für Krieg sorgt, spielt auch für den nächsten Künstler, den ich vorstellen möchte, eine zentrale Rolle in seinem Schaffen. Der gebürtige Kubaner Pavel Miguel nutzt für seine Kunst die Bildhauerei und die Malerei. Nicht nur in seinen Arbeiten sind Krieg, Völkerverständigung und soziale Gerechtigkeit für ihn von Bedeutung. So ist Miguel unter anderem auch im Verein Kunst für Frieden tätig. Bei dieser Ausstellung sehen Sie einige sehr spannende Plastiken von uns. Der Objekt- und Installationskünstler Carsten Diekmann plädiert mit seinen Arbeiten für einen besseren Umgang mit der Welt, da sie für uns alle das Fundament ist, auf dem wir unser Leben aufbauen. Die essentielle Thematik der durch unser eigenes Handeln bedrohten Existenz und dem, was es benötigt, um in dieser Welt glücklich zu sein, prägen seine Kunst.
Die Ausbeutung und Verschwendung der Ressourcen unseres Planeten beschäftigen auch Werner Forer. In der Darstellung von Lebensrealitäten des irdischen Daseins spielt auch die Menschheit bei Werner Forer eine wichtige Rolle, da sie sich mit ihrem eigenen Abfall irgendwie arrangieren muss. Auch Kwaku, auch bekannt als Rügenschütz, greift auf Materialien und Objekte zurück, welche keinen augenscheinlichen Nutzwert mehr haben. Kwaku ist ein afrikanischer Name und bedeutet der an einem Mittwoch Geborene. In seiner künstlerischen Tätigkeit thematisiert er Landschaft und Raum, sowie die Begegnung Europas mit Afrika. Als Bildhauer arbeitet er vorwiegend mit Stahl und Holz. Seine Arbeiten zeigen oftmals afrikanische Motive und greifen gesellschaftliche Themen auf. Seit etwa 20 Jahren fertigt der Metallskulptor Frank Robert Köhler Objekte, Plastiken und Skulpturen, vorzugsweise aus Altmetall. Hierbei versteht Frank Robert Köhler die Kunst als stumme, aber keineswegs schweigsame Sprache, sowie als sicht- und begreifbar gemachte Visionen. Die Impulse zu seinen Werken kommen aus dem Alltag und schließen dabei sowohl literarische, philosophische oder spirituelle Eindrücke, wie auch alltägliche Erlebnisse oder Gespräche mit Menschen ein. Im Kontrast zu der Altmetallkunst dieser Ausstellung steht die Materialwahl von Annette Wiesner. Annette Wiesner arbeitet in ihrer Malerei mit selbst hergestellten Farben aus heimischen Wildpflanzen. In ihrer Kunst stellt sich das Verhältnis des Menschen zu der ihn umgebenden Natur- und Tierwelt dar. Aber es geht ihr auch darum, Stimmungen zu ahnen und die prägenden Gedanken von Menschenalter zu Menschenalter aus scheinbaren Fragmenten zusammenzuführen. Zu guter Letzt kommen wir nun zu Claudia Krenz. Sie ist zum einen die Organisatorin der zweiten Artwerk-Kunstausstellung und zum anderen selbst Kunstschaffende. Ihre Werke sind meist figurativer Natur und ein Spiegelbild unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Dabei fasziniert sie sowohl die absurde Darstellung als auch die Realistik. Dankeschön. Ich möchte mich nochmal bei allen ausstellenden Künstlern und helfenden Händen hier ganz herzlich bedanken. Und erkläre die Artwerk 2019 jetzt für eröffnet.